Hallo, ihr Lieben, ich bin ein bisschen krank, wie man sieht, und mir geht es auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Lina ist am Schlafen, sie macht ihren Mittagsschlaf. Wir waren gerade ein bisschen spazieren draußen, also ohne Lina Kinderwagen. Lina läuft sehr, sehr gerne weg. Ich weiß nicht, ob das bei euren Kindern auch so ist, aber da muss man sie immer stoppen und sagen: Hey, pass jetzt auf. Sie will dann natürlich auf dem Radweg, ne? Und da muss man erklären, hier ist eine weiße Linie und über die weiße Linie darf man nicht, sonst wird es gefährlich. Ja, ansonsten habe ich die HelloFresh-Box bekommen, die zeige ich euch gleich. Und daraus werden wir heute auch essen und kochen. Ich freue mich schon, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich werde auf jeden Fall Aubergine-Burger machen, ich habe schon eben reingeguckt. Ich zeige euch mal kurz die Box. Und dann geht's gleich weiter. So, ihr Lieben, ich wollte euch hier kurz die HelloFresh-Box zeigen, also den Inhalt. Und zwar hier sind die Rezepte, wie immer. Da gibt es einmal feuriger Kartoffel-Curry-Topf. Da bin ich mal gespannt, das mit Zucchini, Zwiebeln, Koriander, Kartoffeln und Pita-Brot. Dann haben wir einmal Halloumi-Aubergine-Burger. Da bin ich auch total gespannt. Das sieht auf jeden Fall lecker aus. Ich muss auch gleich mal fragen, ob der Lust hat. Und einmal knackige Gemüsepfanne mit Fenchel. Genau, die drei. Und ihr seht, hier sind Farben. Und dann ist das hier alles geordnet in diesen Tüten. Also ihr könnt die Tüten quasi einfach reinpacken in den Kühlschrank. Und jedes Mal, wenn ihr was kocht, nehmt ihr die so raus. Gucken wir mal, was hier drin ist. Ich mache das mal kurz auf. So, dann haben wir hier drin, das ist einmal Halloumi, das sieht man, und das ist Joghurt. Krass, in so kleinen Tütchen. Okay, wir machen das dann aufpacken. Leute, es ist alles frisch, sieht man auch. Da haben wir einmal Pastinake. Einmal eine Aubergine. Dann haben wir hier Rucola. Auch frisch. Das ist alles frisch, also man sieht das natürlich auch, ne? Dann haben wir hier zwei Möhren. Und eine rote Zwiebel. Das war's auch, man braucht eigentlich nicht viel. Und das Rezept verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Hier steht jetzt, das ist Stufe 1, also das leichteste vom Leichtigkeitsgrad. Dann einmal Veggie. Dauert ungefähr 40 Minuten und Neuentdeckung. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Und auch der wird sich sehr freuen, weil das mit Zwiebeln ist. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my choo-choo, choo-choo. Ooh, I love it. Crank it up, yeah, yeah. Turn it up, turn it up. On a higher level. Turn it up, turn it up. We got this. So, ihr Lieben, wir haben jetzt gegessen. Das hat super, super lecker geschmeckt.
Und ich bin satt auf jeden Fall. Super lecker. Also ich hätte das nicht gedacht. Aber dann meinte auch Aubergine-Burger, macht das überhaupt satt? Aber wir sind wirklich satt. Ich mag eigentlich keine Zwiebeln, aber die Zwiebeln habe ich bei beiden mit reingetan. Also alles, was dazugehört. Und Leute, super, super lecker. Ich habe auf jeden Fall einen Rabattcode. Den blende ich euch hier ein. Damit könnt ihr 30 Euro sparen. Auf die erste Box kriegt ihr 15 Euro und auf die zweite Box kriegt ihr 15 Euro. Ich verlinke euch aber den YouTube-Kanal von HelloFresh auch nochmal hier oben. Da könnt ihr auch vorbeischauen. Ich freue mich schon auf die nächste Box. Ich bin gespannt, was es da geben wird. Und ich glaube, das ist jetzt das dritte oder vierte, nee, vierte Mal, glaube ich. Genau, vierte Mal, dass ich die HelloFresh Box teste. Und bis jetzt war ich immer begeistert, das wisst ihr auch. Also ich finde, wenn man vom Urlaub kommt und für den nächsten Tag die HelloFresh Box bestellt, das ist der Hammer. Weil ihr wisst dann, okay, ich muss jetzt nicht am nächsten Tag direkt einkaufen gehen, sondern kriege um 12 Uhr meine HelloFresh Box und kann dann direkt kochen. Das ist einfach perfekt. Oder für Mamas, die nicht jedes Mal einkaufen wollen. Oder für eine Person zu zweit, wo ihr nicht jedes Mal einkaufen könnt, weil ihr beide Vollzeit arbeitet oder sonst was. Also die Box habe ich euch jetzt schon so oft empfohlen. Es haben die auch einige von euch nachbestellt, das weiß ich. Also bestellt. Und die waren auch sehr zufrieden mit der Box. Das Essen sah auf jeden Fall lecker aus. Hat auch sehr lecker geschmeckt, habt ihr gesehen. Und ja, Audit ist jetzt zur Arbeit gefahren. Ich warte jetzt nur noch drauf, dass Dina aufwacht. Und übrigens, ich habe Dina Schuhe gekauft. Ich werde die euch gleich zeigen. Die gab es beim Penny für 9,99. Das sind Gummistiefel, die unten leuchten. Total süß. Lina muss sich noch dran gewöhnen. Die kann auch nicht da drin richtig laufen. Aber ich denke mal, das kommt mit der Zeit. Also, sie stampft die ganze Zeit, damit es leuchtet. Aber ja. Ja, ansonsten warte ich jetzt auf Order. Unsere Tickets sind heute angekommen. Ich freue mich schon. Ich muss jetzt 110 Euro zahlen. Und danach 4 Wochen, bevor wir fliegen, muss ich auch noch mein Geld überweisen. So, Audet verräumt gerade den Einkauf, wie man unschwer erkennen kann. Ich muss jetzt wieder Kinderwagen reintun. Jetzt schon? Ist nicht mehr viel. Mehr Wasser? Die süßen Bären. Die Sachen tue ich auch. Warum? Ja, dann setze ich mich nach hinten. So. Hallo Schnuckelchen. Esst du dein Überraschungsei? Lecker? Ei. Ja, das ist ein Überraschungsei, ne? Guck mal, wir fahren jetzt kurz nach Hause. Wo ist denn dein Löffel? Hm? Wo ist dein Löffel? Hm? Ist runtergefallen. Ach so, da. Die Arme, die essen mit den Fingern. So, ihr Lieben, wir fahren jetzt in den Indoor-Spielplatz. Oh, dann auf Dina warten schon. Und ich merke, ich bin gerade total hell. So, besser. Ich nehme euch auf jeden Fall mit, weil wir gehen jetzt erstmal essen und danach fangen wir in den Indoor-Spielplatz, weil der macht erst um 14 Uhr auf und wir haben erst 12 Uhr. So, ihr Lieben, Planänderung. Wir waren jetzt kurz essen. Oh, der ist mit Lina alleine ins Indoor-Spielplatz gefahren. Ich treffe mich jetzt mit meiner Freundin. Ich mache mich noch ein bisschen fertig, weil ich sehe voll kaputt aus, K.O. aus. Ja, ich versuche jetzt Audit zu erreichen, damit der Bescheid weiß, dass ich jetzt rausgehe. Und ja, der hat zwar seinen Hausschlüssel dabei, aber ich bin auch noch nicht da.